Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zur F1 2022 Megaseason. Wir sind hier im Rennen vom großen Preis von Australien. Ich freue mich extrem, es ist eine tolle Strecke. Nach 2 Jahren Pause werden wir endlich mal wieder fahren können im Orbit Park. Das ist eine echt coole Strecke, wurde viel modifiziert. Man hat zuerst 4 DRS-Zonen, jetzt dauert man auf 2. Wir werden noch ein bisschen drüber reden und hier haben wir die Strecke. 16 Kurven, jetzt auf 14 reduziert und 3 DRS-Zonen. Ja, wird es jetzt auch in der richtigen Formel 1 geben. Wir haben hier natürlich den Wegfall der 8-9er Kurve, der Clark-Schikane. Und ja, wir werden aber noch auf dem alten Layout fahren, weil das Spiel leider nicht mehr hergibt. Abonniert gerne den Channel kostenlos und morgen kommt dann auch die Recap passend zum Rennen. Schaut gerne auf IT-Gaming vorbei auf Instagram für mehr Picks und vor allem auch gerne auf Vince-Tobi. Wir sind fast 11.000, fehlen nur noch 30 Leute circa, also abonniert doch gerne da den Channel. Links wie mal unten in der Bio, wir sind mit Sebastian Vettel auch, der in Real Life jetzt endlich unterwegs ist und werden alles geben. Ich freue mich extrem und ja, ich würde mal sagen, gucken wir uns die Startaufstellung an. Falls ihr das Qualifying und das Training verpasst habt, oben rechts könnt ihr da gerne nochmal reinschauen. Und hier haben wir den Starting Grid. Wir haben nicht ganz nach vorne geschafft, aber es war schon ein perfektes Qualifying für Aston Martin-Verhältnisse. Verstappen und Hamilton starten aus der ersten Startreihe. Sehr spannender, packender Fight zwischen den beiden. Perez und Bottas, dann haben wir uns auf 5 und Norris. Also wird auch interessant werden. Leclerc nur auf 7 und Ricciardo. Dann haben wir Sainz auf 9, sogar wie heute im Rennen. Und Gasly, Alonso und Tsunoda und Ocon und Stroll. Wir werden natürlich das Video erst kommen nach dem Start. Also ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Raikkonen, Latifi, Giovinazzi und Russell in den letzten Starttreffen. Wie auch nicht anders wie letztes Jahr. Mick Schumacher vor Nikita Mazepin. Und wie gesagt, wir werden, ich bin sehr gespannt, wie das Rennen ausgeht. Meine Prediction Form kommt jetzt auch noch ein bisschen ausführlicher, aber jetzt gucken wir uns mal den Start an. 5 Rotlichter zu beginnen, zu leuchten. Und los geht's, Lights out. Auffallend ist auf jeden Fall, dass die beiden vorne gut weggekommen sind, aber Valtteri Bottas ein bisschen einen schlechteren Start hatte. Wir sind da direkt neben ihm, aber jetzt erstmal in der ersten Kurve nicht. Oh mein Gott, Bottas fährt hier komplett Unicurb, weil er da Hamilton Platz lassen möchte und wir kommen da viel besser raus. Sind jetzt direkt hinter Lewis Hamilton und ja, auf den 4. Platz vorgerückt. Wir konnten da 2 Plätze gut machen. Bottas mit einem richtig trottigen Start und in der ersten Kurve sehr schwach. Gelber Flaggen hier in Kurve Nummer 3, ins Gras gekommen, zu weit rausgekommen und dann nutzt Bottas seine Chance, sticht da geisteskrank durch, aber ich kreuze hier einmal und ja, jetzt stechen wir hier geisteskrank rein. Was für ein Fight hier gegen Valtteri Bottas, dachte nicht, dass wir das noch erleben werden. Ich hoffe natürlich, dass wir hier noch ein bisschen was gut machen können, mit der Strategie wird auch einiges drin sein. Wir sind auch die einzigen mit Hamilton zusammen, die mit Gelb starten werden, also ja, kann auf jeden Fall sehr spannend werden. Hier am Anfang müssen wir uns schon ordentlich behaupten, gerade gegen die Mercedes. Ich hoffe, dass wir auch bei dem Flow reinkommen, hier den Scheitel verpasst und da ist direkt wieder Bottas. Jetzt müssen wir gescheit abdecken und das reicht noch, um abzudecken. Ich weiß nicht genau, ich mag den Orbit Park sehr, es war eigentlich immer das beginnende Rennen und deswegen freut es mich auch wirklich, dass wir hier gut durchkommen. Ich liebe die Strecke eigentlich. Anfangs, oder halt jetzt, wo es in Pause war, dachte ich, puh, was für eine schwierige Strecke. Aber ich freue mich wirklich aufs neue Game, aufs 22er Game, weil wenn dann endlich die Strecke drinnen ist, also mit den neuen Änderungen, ich glaube, die macht noch viel mehr Spaß mit dieser 8er-Kurve jetzt, die ja jetzt Vollgas geht, mit 3 DRS-Zonen, vielleicht im Game sogar 4. Es wurde ja bis gestern vom Qualifying hat man ja die, nein, ich glaube, die ersten zwei, also Freitag durfte man fahren, aber weil Alpine ja Bedenken eingelegt hat, hat man dann gesagt, man nimmt die eine raus zwischen Kurve 8 und Kurve 9, dieser Linksknick. Also ich verstehe auch nicht warum, aber ja, Alpine konnte diese Kurve nicht Vollgas oder kann sie nicht Vollgas fahren. Dr. Helmut Marko hat sich da aufgeregt, aber ist klar, wenn ein Team nicht dafür ist, ja, muss man auch sagen, die ja, hier siegt dann die Demokratie, also wenn nicht, oder sagen wir mal eher alle für einen, weil wenn dann einer sagt nein, dann zählt das halt auch für alle nicht. Wir sind hier im Sandwich von Mercedes drin, kommen jetzt nicht ganz Hamilton hinterher, das war mir aber auch irgendwie klar, vielleicht können wir was mit der Strategie machen, Podium wäre ziemlich cool, aber ich meine, Top 5 ist eigentlich auch das Ziel, mindestens. Und da kommt Bottas wieder. Ich lasse hier extra mehr Platz, ich komme da extra weit nach außen, aber das hat Bottas nicht stark geholfen. Ich glaube, der muss jetzt ordentlich gegen Leclerc battlen, weil ich habe nicht blockiert, aber ich habe ihn natürlich hier verteidigt
und da kommt auch Leclerc gleich ganz nah und da holt sich mal immer die schnellste Rennrunde. Aber jetzt gucken wir mal an, unser Start hier war einfach perfekt. Guckt jetzt mal an, wie schön wir eigentlich auch hier zu Paris krank haben. Ich hatte hier nur leider keinen Platz, weil Bottas von links kam. Alter, da ging so eng zur Sache und dann hatte ich hier auch noch viel zu früh aufs Gas, direkt auf diesen grünen Rasen. Und dann nochmal der Startflip. Also auch hier Norris, einen richtig grottigen Start. Ich hoffe, der hat dann heute einen besseren. Und auch hier in der ersten Kurve war es so eng. Ich weiß nicht genau, Bottas hier ganz, ganz komisch drauf gewesen. Weil ich glaube, der wollte ein bisschen was gut machen, ein bisschen früher reinstecken, dass er da besser rauskommt. Aber hat nicht ganz gereicht. Wir sind in der siebten Runde und haben es irgendwie, weiß Gott wie, an Hamilton dran geschafft. Ich weiß nicht genau, vielleicht funktioniert da irgendwas nicht. Oder auch die gelben Reifen oder so. Aber wir sehen es auch, Bottas, ja, es muss eigentlich an Hamilton liegen, weil wir auch, sondern wir jagen hier Lewis Hamilton über den Norbert Park. Wir kommen hier ganz, ganz gut dran und natürlich mit der RTS dann lässt sich echt ordentlich hier schön überholen. Wir konnten noch ein bisschen an Perez aufholen, aber das ist natürlich jetzt nicht das Ziel. Wir müssen hier Hamilton angreifen und vielleicht schaffen wir es sogar, an ihm vorbeizugehen mit irgendeinem Harakiri-Manöver. Ich denke mal, er hat ein paar Probleme. Das merkt man auch, weil der normalerweise kann man nicht so schnell da dran fahren. Auch Leclerc ist ordentlich abgefahren hier. Natürlich werden auch die roten Reifen mal nicht eingehen. Man sieht es dann auch an, wie gesagt, Leclerc hier. Und dann gehen wir hier in die erste Kurve neben ihm. Und der muss ja, es war schon sehr eng. Ich habe ihn zwar nicht von der Strecke gedrängt, aber viel Platz war da auch nicht. Und da ist direkt Bottas neben ihm. Das ist natürlich auch gut für uns. Und Bottas auch direkt vorbei. Zwei Plätze auf einmal verloren. Natürlich ist es ziemlich gut für uns, wenn die sich da ein bisschen battlen, weil wir können dann, ja, ich will nicht sagen, davon ziehen, aber wir können auf jeden Fall uns mal ein bisschen Luft zum Atmen verschaffen, weil das war jetzt echt, die ersten Runden waren jetzt echt ordentlich am Pushen, bis in der 11. Runde und jetzt sind wir in Paris dran, die roten Reifen sind komplett tot, wir 9 Sekunden an Verstappen weg, die roten Reifen sind tot, da geht jetzt in die Box, ja, unsere Reifen sind auch schon sehr mitgenommen, würde ich mal sagen, aber ich möchte hier mal ein, zwei Runden länger fahren und vielleicht direkt einmal Paris overcutten. Ihr wisst schon, ein bisschen länger fahren, dann können wir vielleicht vorhin rauskommen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen, aber cool wäre es auf jeden Fall. Wir haben jetzt natürlich freie Fahrt. Perez, wenn der rauskommt, kommt der hier sogar hinter Ocon raus und oder noch weiter hinten. Und das ist natürlich nicht so lecker. An Verstappen werden wir nicht rankommen. Vielleicht schaffen wir es irgendwie, an Perez vorbeizukommen. Hier unsere Auto, boah, sehr weit gegangen. Hier hat ja auch Sebastian Vettel seinen Unfall im dritten freien Training. Aber das ist, macht jetzt nichts zur Sache. Hier noch einmal durch. Da hatte Fernando Alonso seinen Unfall. Und in die vorletzte Kurve. Hier hat dann Alexander Albon abgestellt mit seinen Benzinproblemen. Also, dass er kein Benzin mehr hatte. Und wir gehen noch nicht in die Box. Ein, zwei Runden möchte ich noch draufhalten. Das Ding ist halt, ich möchte auf eine komplett andere Strategie gehen. Verstappen jetzt in der Box und jetzt eine Runde später, 13. Runde. Ich möchte auf Rot gehen. Und ja, rückblickend war es vielleicht nicht die beste Entscheidung, jetzt auf Rot zu gehen. Bottas ist auf Weiß gegangen. Hamilton ist auch weitergefahren. Also, oder kommt er jetzt auch rein? Der kommt auch rein mit uns. Wir führen gerade das Rennen an. Sind aber nur 13 Sekunden weg. Aber 21 von Perez. Und das kann ziemlich spannend werden. Rote Reifen. Und dann müssen wir also nochmal reinkommen, weil wir werden es nicht schaffen, einen 16-Runden-Stint mit einem Satz roter Reifen zu fahren. Zu Verstappen haben wir leider ein bisschen was verloren. Mein Plan war es nämlich jetzt hier, so gut wie möglich an Verstappen dran zu kommen. Und vor allem vielleicht ihn dann auch dazu zu zwingen, dass er nochmal in die Box geht. Und hier gehen wir an Perez vorbei oder auch doch nicht. Doch, er lässt uns hier genug Platz und wir kommen hier schön an Perez vorbei. Zweiter Platz, das ist jetzt offiziell der zweite Platz. Das Ding ist halt, wir haben ordentlich Arbeit vor uns. Wir sind jetzt in der 19. von 29 Runden, haben einen 12 Sekunden Vorsprung zu Hamilton rausgefahren, einen 19 zu Bottas. Das würde bedeuten, wenn ich noch ein bisschen pushen könnte, könnte ich mir vielleicht den guten Bottas rausfahren. 21, wir haben vorhin gesehen, hat gereicht, um Bottas zu holen. Um Perez zu holen. Vielleicht können wir es jetzt schaffen, Bottas zu holen. Jetzt einmal noch ein bisschen hier durchfahren. Boah, sehr schön, gut, viel Schwung mitgenommen. Und einmal noch hier ein paar Kurven zu fahren. Wir haben jetzt die 25,5. Jetzt muss ich aber reinkommen, weil 10 Runden Verschluss wird schwierig. Wir haben nur einen angefahrenen Satz. Ich habe keine Ahnung, vom Training ist ja noch. Die wird auch ca. 4-6% haben. Also es wird spannend werden, ob wir das Ganze schaffen können. Jetzt gehe ich in die Box rein. Na noch, doch. Zuerst dachten wir, dann vielleicht noch eine Runde, weil ich dann, wir haben dann Verstappen mal dran gewesen. Aber es wird nicht reichen, dass wir in 10 Sekunden nochmal in 20 Sekunden Vorsprung ausfahren. Es waren jetzt hier 20,6 Sekunden. Ich bin skeptisch, ob wir das schaffen können. Gucken wir mal an,
wie viele Prozent der angefahrene Satz Reifen hat. Und das sind 7%. Das ist echt viel. Also am Ende vom Rennen werden wir Probleme bekommen. Ich hätte vielleicht noch eine Runde draußen bleiben sollen. Dann hätten wir auch safe den Vorsprung zu Bottas gehabt. Jetzt wird spannend. Bottas ist vorbeigebogen und wir kommen hier zeitgleich raus. Es wird wieder ein ähnliches Manöver wie gegen Perez. Nein, das reicht nicht. Ich muss hier zurückstecken. Das ist natürlich dumm gelaufen. Dass wir auf den vierten Platz zurückgefallen sind, war nicht geplant. Jetzt müssen wir auch schon ein paar Reifen hier gegen Bottas verheizen, sonst hätte ich schon die Aufholjagd an Hamilton machen können. Aber ja, wir fahren ja direkt eine komplett andere Linie, um halt auch dieses Überhitzen zu bewahren. Aus der letzten, oh mein Gott, hier auf letzter Rille gebremst. Mick Schumacher ist aus dem Rennen draußen, das ist natürlich sehr schade. Aber ich denke mal, spätestens in der nächsten Version werden wir ihn haben. Wenn ich ihn nicht reinstechen kann, aber hier fahren wir schon mal viel mehr Schwung an. Und er muss dann natürlich auch viel früher bremsen. Nein, das reicht noch nicht. Mit dem ersten Reifen muss er natürlich auch viel früher bremsen wie wir. Und jetzt hier dran sorgen, nur diese Schikane noch gut erwischen. Und ich denke mal, dann können wir in den Garrus-Fenster holen. So, zack. Gut gefahren. Gelbe Fahne, hier dürfen wir nicht überholen. Jetzt hier DRS. Komm, zeig grün. Hier ist die grüne Fahne. Und oh mein Gott, Valtteri. Macht doch nicht so, ich lasse ihn innen genug Platz zum Überleben. Und wir sind vorbei an Valtteri Bottas. 7 Sekunden zu Lewis Hamilton, 22 zu Verstappen habe ich eigentlich schon abgeschrieben, weil ich denke mal, das werden wir nicht schaffen. Gerade am Schluss werden wir auch keine Reifen mehr haben. Auch Bottas, Verstappen wird keine Reifen mehr haben, aber dennoch, gerade mit Rot, wir sind der 28. von 29 Sekunden und das hat nicht gereicht. Wir sind hier, also wir sind zwar an Hamilton vorbei, aber, ich habe das Überholmanöver vergessen zu sagen. Ja, wir sind ganz legit wieder an der ersten Kurve vorbeigegangen an ihm. Und jetzt hier Verstappen sind es 19 Sekunden. Ich weiß nicht genau, was der Junge macht. Der fährt seit 16 Runden mit diesen Reifen und schafft es hier einfach Bestzeit noch immer noch zu fahren. Jetzt sind unsere Reifen schon eingegangen. Leider, wir müssen hier uns gegen Hamilton behaupten. Ich hoffe, dass der jetzt nicht von DRS vorbeikommt. Ich habe mir das ganze ES aufgehoben für die eine DRS-Zone. Und ja, Überrundungen natürlich auch schon 50% Rennen machen viel mehr Spaß wie 25. Auch wenn sie zeitaufwendiger sind, muss man auch sagen, sie sind viel spaßiger. Sie machen mehr Bock, sie sind taktischer, kann man da viel mehr machen. Und jetzt bekommen wir das DS von Latifi. Ist das nicht schön? Latifi schenkt uns hier, ähnlich wie Verstappen den WM-Titel. Nein, er schenkt uns hier hoffentlich den zweiten Platz, den Windschatten und das DRS. Nein, oder? Sagt euch auf, es gibt kein DS, aber wir bekommen den Windschatten immerhin von Latifi. Latifi wird wieder zum Entscheidungsträger. Ähnlich wie in Saudi-Arabien und in Abu Dhabi werden wir hier auch von Latifi profitieren. Sag nicht immer, der Letzte ist der Schlechteste. Also manchmal hilft es auch. Natürlich gestern beim Crash hat mir ein bisschen leid getan. War auch unverschuldet. Stroll mit einer Strafe. Aber wir gehen hier aus der letzten Kurve raus. Windschatten 57% Vorderreifen. Und es reicht. Es reicht, um hier vor beiden Mercedes ins Ziel zu kommen, beim großen Preis von Australien. Was für ein Grand Prix, was für eine Spannung, was für ein geiles Rennen. Also wirklich, wir sind Draft Day geworden und ich denke mal noch zu Recht, das hat wirklich mega Spaß gemacht. Es war ein tolles Rennen, ein verdammt geiles Rennen. Und vor allem, ich glaube, viel, viel besser wäre es echt nicht mehr gegangen. Ein sehr zerwuschelter Christian Horner kann sich freuen, aber ich denke mal, ja, unser Team wird sich noch viel mehr freuen von einem grottenschlechten sechsten Platz quasi im Qualifying, obwohl das echt auch schon das Maximum war, auf einen perfekten Start 4, dann einen nach den anderen geholt, weil einfach die Reifenstrategie vielleicht doch besser war von den anderen. Ich weiß nicht, ob wir auf Rot-Rot gehen hätten sollen oder rückblickend dann auf Weiß gehen hätten sollen. Ich weiß nicht, ob Weiß unserem Auto gepasst hat. Ich bin im Training nie Weiß. Ich fahre im Training auch nie Weiß. Aber rückblickend wäre es natürlich mit einem Stop, hätten wir jetzt 20 Sekunden erspart. Aber ob ich dann noch diesen 10 Sekunden Vorsprung von Verstappen einfahren hätte können, weiß ich nicht. Wir teilen uns hier das Podium mit Lewis Hamilton und Max Verstappen. Was für ein großartiges Rennen. Zweiter Platz ist drin. Ob es für den Sieg jemals reichen wird in dieser Season, weiß ich nicht. Aber Emilia Romagna in 2 Wochen, also Imola, wird auf jeden Fall auch ein cooles Rennen. Ich liebe die Strecke, wirklich. Die ist echt cool. Auch wenn sie sehr tragisch ist, finde ich sie dennoch eine mega tolle Strecke. Für heute war es mal, Leute. Wir werden nochmal schnell gucken, wo sich Stroll qualifiziert und da endplatziert hat. 13. Platz ist natürlich nicht okay, aber ja, es geht schon. Schaut gerne auf Instagram vorbei, @t_gaming, auch gerne auf TikTok, @t_tobi und vor allem auch gern auf Twitter. Links wie mal unten in die Bio. Vielen Dank. Morgen kommt das Recap zum Rennen von heute, was hoffentlich spannend war. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Channel gern kostenlos für mehr. Macht gerne Daumen hin oben da. Wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok. Bis dahin und ciao.